In der oft stressigen Vorweihnachtszeit hatten die Spieler der Buchbinder Legionäre ein besonderes Geschenk für die jungen Patienten in der Kuno Kinderklinik dabei. Zeit. Etwas ganz Besonderes auch für den Vorsitzenden der Leukämiehilfe Ostbayern. Ja, da freut man sich riesig. Ich meine, vor allen Dingen, wenn man diese große Schar von großgewachsenen, munteren Jungen sieht, dass, und die natürlich ganz andere Interessen eigentlich haben, als sich auch mal um kranke Kinder zu kümmern, ist das wirklich eine große Freude. Natürlich war auch die Freude über die Baseballs, Schläger und Tickets, die das Team im Gepäck hatte, groß. Aber die meiste Freude kam beim gemeinsamen Spielen auf. Für Marcel Jimenez war es eine durchweg gelungene Aktion. Ja, sehr. Also freut uns natürlich zu sehen, dass Kinder da ein bisschen was mitnehmen können. Vor allem vor Weihnachten, wenn es gerade in die schöne Jahreszeit geht und die vielleicht die Zeit hier verbringen müssen, dass wir auch ein bisschen was zurückgeben können. Und ja, das Lachen von den Kindern macht uns auch glücklich natürlich. Natürlich durften die Kinder auch noch ein bisschen Baseball ausprobieren.